heute in Marrakesch und mit einem Tuk-Tuk unterwegs und haben ganz viel Spaß. Haben schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb den Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb den Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Rein ins Vergnügen, in die Medina von Marrakesch. Ja, wir starten vom Campingplatz Les Relais mit einem Taxi. Der Tobi plus Familie sitzt hier vorne im Taxi. Ja, man kann sich natürlich ein Auto ausleihen oder auch einen Roller, aber hey Leute, ganz ehrlich, ihr seht das schon, lasst es sein. Nehmt euch ein Taxi, wir fahren hier für 100 Dirham, kann man nicht sagen. Die Fahrt ist circa 25 Minuten. Und ja, da ist man froh, wenn man selber nicht fährt, weil überall kommt man eben noch schnell ein Roller und so weiter. Und alles ist voll und man kennt sich nicht aus. Also auf gar keinen Fall zu empfehlen, hier selbst anzureisen. Man kann mit dem Taxifahrer kann man die Nummer tauschen, sodass er einen hinterher auch wieder abholt für 100 Dirham. Würde man das nicht machen, ja, stellt euch mal so auf 150 Dirham ein. Das sind die Informationen, die ich bisher so habe. Von einem kleinen Kind zum Tellerwäscher. Doch egal woher du kommst, du kannst die Welt verbessern. Unser Leben auf der Tour, großes Kino. Und wir nehmen es wie es kommt, sind nicht ziellos. Sicher, sicher, aber wir wollen es das Abenteuer. Wir sind hungrig unterwegs, guck, wir haben Feuer. Unser Licht, es brennt im Dunkeln wie ein Lagerfeuer. Und wir halten jetzt den Kurs, denken gerade an euch, Mann. Sag mal, hat so einen Traum und du konntest nicht ihn mal gehen, weil nicht so viel auf dein Konto ist. Deine Kinder haben Kinder, was besonders ist. Aber wer denkt jetzt an dich? Ja, du opferst dich. All die Jahre nur mal hoch, hast dich krumm gemacht. Deine Knochen sind kaputt, sag, wen wundert das? Ja, dein Chef will dich drücken, dich da unten halten. Du hast gar nichts zu erzählen, nur den Mund zu halten. Ja, jetzt geht's rein ins Getümmel. Und eins möchte ich direkt ganz am Anfang schon tatsächlich sagen. Also es ist hier auch gefährlich teilweise zu filmen. Weil sobald dann irgendwelche Leute mit auf dem Video sind, verlangen die gleich Geld. Also ich habe ein bisschen Kleingeld dabei. Hier und da können wir natürlich dann draufhalten. Ja, das erinnert mich dann... Ich würde fast sagen, stark an Sevilla, aber so extrem war es nicht, dass so viele Kutschen in Bereitschaft stehen. Und wir haben es ja jetzt auch kennengelernt in diesem Land. Okay, hier werden die Tiere halt anders genutzt. Ich will nicht ganz sagen, dass wir das vielleicht nicht nutzen. Ich bin da echt gerade eben in der Überlegung. Ja, und wir schauen mal und gehen jetzt auf diesen ganz berühmten Marktplatz. Ja, wo man auch schon merkt, optisch viele europäische Gesichter sind hier zu sehen. Ja, wie erwartet ist hier viel los. Wir haben erst ein paar Meter gemacht und ihr wisst echt gut angesprochen. Schon irgendwie zwei Sonnenbrillenverkäufer, Pferdekutschen da hinten. Und was ich richtig krass finde, hier sind Affen an der Kette. Wir haben davon gehört, aber mir tut es ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja da immer so ein bisschen der Tierfreund, der mir rauskommt. Und dann kommen die da mit dem Affen und du gehst direkt weiter. Und die Affen haben halt hier quasi ein Halsband und eine Kette. Und dann habe ich auch so einen Babyaffen gesehen. Und du siehst richtig, wie die Affen quasi dann an der Kette ziehen, das nicht wollen. Und die ziehen dann quasi den Affen wieder hinter sich her. Das finde ich ein bisschen krass. Und jetzt sind wir weitergelaufen, da sind die nächsten Affen, die haben jetzt irgendwelche Klamotten an zur Belustigung der Leute. Und was ich jetzt krass finde, wir haben jetzt schon diese Schlangen gesehen, das finde ich jetzt interessant. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie gutheißen oder beurteilen, das muss ja jeder für sich selber wissen. Schlangen sehe ich noch so ein bisschen entspannter, aber es ist schon echt krass, wenn du die da auf dem Boden siehst. Wir versuchen mal nachher vielleicht irgendwie eine Aufnahme zu machen, aber das mit den Affen will ich persönlich jetzt gar nicht unterstützen. Aber ist schon krass, was hier gerade auf diesem Markt wirklich los ist. Ja, wir gehen jetzt erstmal Richtung Souk. Souk heißt Markt. Ja, und schauen uns dort um. Hier vorne sind schon schöne Saftstände. Da kann man sich bestimmt was Leckeres pressen lassen. Da sind wir immer ganz dafür. Hier lassen wir uns natürlich direkt anfüttern. Ob ich noch einen Schluck kriege, das weiß ich nicht. Aber ich habe gehört, hier gibt es mit einen der besten Granatapfelsäfte. Ja, da erinnere ich mich noch an Rom, da haben wir den letzten getrunken. Nadine, du hast ja jetzt ein Tattoo drauf. Ja, ein Henna-Tattoo.
unfreiwillig gerade gemalt bekommen auf die Hand. Und natürlich wollte die junge Dame dann direkt Geld von mir haben. Und sie meinte aber, es ist für Glück, fürs Glück. Und meinte dann, Glück ist nicht bezahlbar. Hab ja dann aber 10 Gramm halt gegeben und dann ist ja auch gegangen. Ist ja noch in Ordnung. Das sieht echt schick aus, ne? Ja, ich find's auch schön tatsächlich. Ja, toller Städtetrip. Tobi, wie geht's dir hier so? Ja, lass mal wieder zurück. Also, ich hab gar keinen Bock mehr nach 10 Minuten. Ich bin mega anstrengend. In jeder Ecke wirst du zugelabert, angetatscht, vollgesülzt. Ja. Es wird besser. Der Saft war lecker für. Wie viel haben wir bezahlt? Ein 20 jetzt, ne? 20? Also 2 Euro für einen großen Becher frisch gepressten Saft war okay. Ja, war lecker. Aber es gibt auch keine kleinen halt, ne? Also wir haben kleine bestellt, du kriegst immer einen großen und musst immer den großen Preis auch zahlen. Ja, jetzt wollen wir was sehen. Zu nah rangehen tue ich auf jeden Fall nicht. Na, wie weit kommt die? Das ist die große Frage. Ja, jetzt dreht der Tobi voll auf hier mit einer Schlange um den Hals. Ne? Naja, Fotos werden hier gemacht von der Nadine auf jeden Fall. So, jetzt darf der Mian und Mops hier mal eine Schlange ran. Ne, das ist natürlich auch ein Erlebnis. Auch die Nadine, die grapscht noch mal dran. Naja, aber die Schlange, die tut auf jeden Fall nichts. Ja, der Illo ist ganz mutig. Illo ist ja auch der Schlangenbeschwörer. Hör mal, steht dir gut? Ja genau, jetzt kommt die Würgeschlange einmal um den Hals. Ja, wann ist man mal so einer Kobra so nah? Also die Jungs, die kennen sich hier richtig aus. Naja, aber die schnappt auch zu. Das geht dann ganz schnell, ne? Ja, Elo, das ist doch jetzt hier mal teures Videomaterial jetzt. Ja, ich hab's euch am Anfang gesagt. Also klar, der wollte gleich 20 Euro haben, also 200 Dirham. Ich habe ihm jetzt 100 gegeben. Klar, das ist auch viel, aber ich hatte die Schlange um den Hals. Wir haben Fotos gemacht. Wir haben Fotos. Wir machen hier auch was für euch. Da muss man auch mal investieren und, für euch. Tobi und die Familie, da wollten sie auch 100 haben. Nadine hat aber nur 50 gegeben. Ja. Aber ich finde, es ist fair. Die haben jetzt quasi an uns da mal eben so für 5 Minuten 15 Euro verdient. Also beschweren kann sich da, glaube ich, keiner. Konnte ich mir auch schon vorstellen. Das mit den Affen lassen wir. Die Schlange haben wir jetzt im Kasten, sage ich mal. Genau. Und da habt ihr jetzt auch mal sowas nah gesehen oder wie auf jeden Fall. Oder ich aber ich muss sagen, spüren. Ich hatte großen Respekt. Illo war so nah an der Schlange dann teilweise dran an dieser Kobra. Und da dachte ich nur so, oh weia. Und ich so, Illo, geh zurück, weil ich voll Panik hatte. Weil die Kobra immer so zu mir angeguckt hat und zu Illo geguckt hat und nicht zu den Schlangenbeschwörern. Und ich dachte, gleich schnappt die nach Illo. Und ich habe einen halben Herzinfarkt gekriegt. Ja. Bei uns wird jetzt auswärts geluncht. Wir machen das sehr gerne bei Städtetrip. Wir sind bei Bakshish Café. Hier gibt es verschiedene Karten, auch in deutscher Sprache. Und wir lassen es uns jetzt gut gehen. Der Illo und ich, wir haben eine Gemüsetagine. Da kriegt der Mian was von ab. Der Mian wollte aber eine Pommes. Wir haben dazu noch einen marokkanischen Salat genommen. Und ein Käse-Panini wollte der Illo auch noch probieren. Und ich habe gerade schon mal zusammengerechnet. Alles zusammen 210. Das heißt so quasi 20 Euro. Ne? Jetzt gibt es erstmal schöne Mische. Die Frauen kriegen gerade eine Anweisung hier. Dann kriegen sie eine Super-Tagine. Super, cool, danke. Super Einweisung hier noch. Alle Gewürze haben wir hier. Aber du hast welches Gewürz, Mops? Ich habe Tagine-Gewürz geholt, weil das schmeckt ja ganz lecker. Und dann haben wir auch das Gewürz. Eigentlich 100 Gramm, der Mann kann Deutsch reden. 100 Gramm 40, sagt er. Habe ich gesagt, machst du 100 Gramm für 30? Sagt er, ja. Hat mir auch auf der Waage gezeigt, dass es 100 Gramm ist. Ist sogar etwas über 100 Gramm. Und zahle dann jetzt quasi 30 dafür. Also ich sage jetzt mal 2,80 Euro. Das finde ich doch in Ordnung. Und diese Packung ist gratis. Und die Packung ist gratis, ja, das ist super. Ja, wir ziehen hier durch irgendwelche Gassen. Wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir direkt sind.
Aber es ist sehr interessant und hier gerade eben wird man noch gar nicht so oft angesprochen. Also ich finde es hier gerade, ich finde es sehr, sehr interessant und schön, muss ich sagen. Das Einzige, was unangenehm ist, hier fahren immer regelmäßig Mopeds durch und die geben richtig Gas und da muss man halt schon aufpassen, ne, dass die Kinder nicht mal irgendwie so einen Schlenker nach links machen. Hier kommt gerade ein Esel, dahinter ist ein Moped, also das ist das, was ich meine, das ist so ein bisschen doof. Aber ansonsten sehr interessant. Zurück ins Getümmel hier auf den großen Marktplatz und wir sind gerade eben am Überlegen, ob wir nicht doch vielleicht so einen Roller nehmen, aber ja, das mit den Pferdchen und die Tour und dann zwei Kutschen hintereinander, ob wir uns das nicht gönnen sollen, ist jetzt natürlich gerade eben die Frage. Es ist einfach verdammt heiß und wir brauchen noch einen schönen Saft, das macht der Kumpel uns da oben fertig. Ja, das wollte ich euch jetzt auch noch mal zeigen, also hier gibt es jetzt überall Restaurants und da kann man mega schön dort oben auf der Terrasse setzen. Aber wenn ihr das machen wollt, dann plant mal locker 10 Euro pro Gericht. Also die hat dann einfach eine Tagine, sage ich mal, 160, die haben gekostet. Und wo wir es gegessen haben, dann halt nur 60. Ne? Und dann, ja, Lage dann auf jeden Fall. Ja, das sieht natürlich jetzt hier nicht nach einer Pferdekutsche aus, oder? Nein, ich wollte das ja auch nicht. Illo wollte das gerne. Und ich will auch nicht mal der Miesepeter sein, ist es. Aber wir hatten gerade dann echt auch eine ungünstige Situation. Wir sind halt da langgelaufen, ja, und andere Menschen da vielleicht ganz locker. Ja, auf jeden Fall war es wirklich so, dass ein Pferd irgendwie umgefallen ist oder das ist ausgerutscht, ja. Ein anderes Pferd da halb drauf, das hat man unter sich gelassen und ich so, ey Leute, ich mache das nicht. Und ich habe vorher schon gesagt, lass doch mal hier dieses Tuk-Tuk, das ist doch ganz cool, lass doch mal fragen, was das kosten soll. Und ja, wir haben jetzt hier mit den, wir haben jetzt zwei Tuk-Tuks und jeweils quasi eine Stunde für 100 Dirham, also quasi eine Stunde 10 Euro und ja, ich finde es gut und freue mich jetzt hier auf die Tour. Ja, also ich muss sagen, die Tuk-Tuk-Tour ist mit das absolute Highlight. Das kann ich euch nur empfehlen. Tobi, Nadine und die Kinder sind auch total begeistert und haben richtig, richtig Spaß. Und ja, es macht wirklich Fun, muss ich sagen. Ja, Tobi, wie war für euch so die Fahrt? War super. Also die Tuk-Tuk-Fahrt jetzt. Ja, auf jeden Fall, ja. Klar. Ja, die Tuk-Tuk-Fahrt war top, aber bei der Kutschenfahrt, ne, hatte der Mops schon irgendwie Bedenken angekündigt. Mhm. Wie sich dann ja auch herausgestellt hat, berechtigterweise halt. Ne? Also sie meinte ja so mit den Pferden, die halt in der Sonne stehen, nicht zu trinken bekommen, findet sie halt irgendwie nicht in Ordnung. Und gerade wo wir da vorbeigehen und ich angequatscht werde oder halb am Verhandeln bin mit ihm. Ja, klar.
habt ihr dann gesehen, also ich hab's halt selber nicht gesehen, sondern nachher nur lag dann das Pferd ja auf dem Boden, ist ja anscheinend damit zusammengeklappt oder weggerutscht oder sah halt bitter aus irgendwie so. Ne? Und ja. Jetzt im Endeffekt sind wir halt froh drum, dass wir die Tuk-Tuk-Tour gemacht haben. Eigentlich müsstest du hingehen und sagen, ich buche bei dir nur eine Tour, wenn du dem Pferd vorher 5 Liter Wasser gibst, so ungefähr. Ja, quasi. Aber auf der Tour selbst habt ihr noch mal was gesehen, oder Nadine? Ja, Nadine sagte das halt in der Altstadt, in der Seitenstraße, dass halt noch mal ein Pferd auch irgendwie weggerutscht ist und sich halt hingelegt hat. So. Und ich glaube, das kann halt für ein Pferd auch übel enden, wenn das Bein gebrochen ist, dann kommt es halt zum Schlachter halt. Ne? Das ist nicht so schön irgendwie. Also Tuk-Tuk ist zu empfehlen. Pferdekutsche ist jetzt mit einem genaueren Blick irgendwie... Ja, ist out einfach. Ja, jetzt, irgendwie, ne? Schon, irgendwie schon. Ja, wenn man denkt, wir haben jetzt genug. Nein, wir haben noch lange nicht genug. Klar, es ist jetzt schon nachmittags, aber wir ziehen hier noch mal richtig in die Gassen rein. Wir wollen noch mal Nachtisch haben. Crepe steht uns vor, also in den Gedanken auf jeden Fall. Und bei den Rollerfahrern möchten wir noch mal sagen, oder bei den Tuk-Tuk, ich weiß es nicht genau, wie die heißen, die meisten hatten eine Behinderung, also es war dann noch mal zusätzlich dann auch noch mal eine gute Sache, dann genau diese Leute dann vielleicht zu unterstützen, die dann ja auch ein bisschen Geld verdienen können. Und es war sogar noch billiger, weil wir haben gehört vom Stefan und Anja, die haben die Kutsche gewählt heute vormittags und die haben 200 Dirham bezahlt und dann haben wir ja quasi auch sogar noch gespart. Ja, wir haben es natürlich auch so verstanden, dass hier abends richtig der Rubel rollt. Und ich muss schon sagen, im Gegensatz zu heute vormittags, füllt es sich jetzt hier immer, immer mehr. So viel ist klar. Ja, für uns geht es jetzt aber Richtung Heimat auf jeden Fall. Das war's für uns heute mit dem Innenstadterlebnis. Wir hoffen natürlich, ihr hattet auch Spaß oder konntet mal so einen kleinen Einblick gewinnen. Wie läuft das hier in Marrakesch und so weiter. Wir hatten auf jeden Fall einen ganz angenehmen Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier heißt Illo und Mops aus Marrakesch. Ciao.